Wer ihm kommt, vernimmt eure Sitzärter und wir wollen anheben und ältere heben, weil ich tun das, was man darf tun heutzutage. Ich bete euch, ihr sollt vermachen eure Cellphones, Pagers, was für eine Elektronik ihr sollt nicht haben bei sich. Und ja, also wir sollen nicht hören können klingen und wer weiß was. Okay, gut. Sind wir great? Okay. Shalom Aleichem. Ich heiße Shavit Zucker und ihr kennt mich alle Herren, ja? Und das ist ein bisschen hoch von mir. Und ich will euch begrüßen, sei im Namen von der Jiddischliga und euch von der Miva und befragt von der Uriel Weinreich Sommerprogramm in der jiddischen Sprache, Literatur und Kultur, wo ich arbeite wie Lehrerin und der akademische Direktor. Die jährliche Schächterprogramm in Andenk sei von Dr. Mordechai Schächter und sei von seinem Eserkenneck Dr. Charne Schächter, was hat ihm zugeholfen in sehr sach jiddischen Projekten und öfter in sein größten jiddischen Projekt, das der 10 Kinder auf Jiddisch. Ist eingeführt geworden nach der Petiere von Dr. Schächter mit 10 zurück in 2007. Der Ziel von unserem Programm ist zu gedenken die Schächters auf Jiddisch, versteht sich, und sie abzugeben COVID mit einem Programm, was wollt sie gewinnen zum Herzen. Das heißt, nicht darf gewägen sie, nur ein Programm, was ist in sehr Geist. Es ist schwer, sich vorzustellen, ein Thema, was wollt sie gewinnen, Mordgeschichte und speziell, gewinnen zum Herzen wie Uriel Weinreich und seine Auftun für Jiddisch. Zwischen anderen, seinen sie beide gewähnen Kollegen, Jiddisch-Professoren, Schreibers von jiddischen Lernbüchern und neuen Mitarbeitern auf Weinreichs modernen Jiddisch-Englisch, Englisch-Jiddisch-Wörterbuch, was Mordechai Schächter hat geholfen und ist gewähnt zentral beim Verendigen nach Weinreichs frühzeitigen Tod. Und da seht ihr sie beiden, das ist, versteht sich Uriel Weinreich, und das ist Mordechai Schächter. Es kann sein, als ihr fragt sich, was kommt vor in dem Bild. Das ist ein Bild von 1970, von etwas, was hat sich gerufen, die Piketier-Aktie. Ihr seht, als Schächter hält in der Hand ein Plakat, wo es steht angeschrieben, und nur zum Teil kann ich das lehnen und öfter seinen da, als solche, was seinen dort gewähnt und kennen und sagen, was hier steht geschrieben. Aber ich, das, was ich kann lehnen, ist, schreibt vor mir. Ihr gedenkt dem Sof, was noch gewähnt dort? Ich bin nicht sicher. Gut. Ist die Piketier-Aktie ist organisiert geworden von Dr. Schächter zu protestieren gegen den altmodischen und heftigen Ausleg von den jüdischen Zeitungen da in New York und mit Name Karl Wachommer auf der ganzen Welt. Wir sind gegangen auf East Broadway, wo alle Zeitungen haben sich gefunden, mit Plakaten und Lieder, also wie 1, 2, 3, 4, eine neue Orthographie will mehr. 5, 6, 7, 8, sei bei Tag und sei beim Vorwärts. Ich bin nicht gewöhnt, nur es ist schon rein in der Folklore. Und man hat gefordert den modernen Jiddisch-Ausleg. Ich bin damals gewöhnter Zennerling in Winnipeg, Kanada. Und es ist gewöhnter Zeit von Protesten. Die Jugend hat gestürmt. Und ich gedenke, wie der Tate, sie ist einmal hingekommen mit einer jüdischen Publikation und hat mir gewissen, die Publikation, und mir gelernt wegen der Aktie und gesagt, zum Sof eine Demonstration mit einem Sinn. Kein größer Chassid von den Hippies ist der Tate nicht gewesen. Mit ein paar Jahren später ist Mordechai Schächter geworden mein Jiddischlehrer. Wie gesagt,
haben Seiweinreich geschrieben Lernbücher und die zwei Bücher haben gehabt und haben noch aus eine gewaltige Haspeuer auf Studenten von Jiddisch. Seid ihr so gut und stellt sich auf, ob ihr hat sich gelernt Jiddisch oder von Weinreichs College Jiddisch oder von Schächters Jiddisch 2. Oder ob ihr hat sich gelernt bei Emerson, was hat sich gelernt von die Bücher. Oder ob ihr hat bei sich in der Heim, das heißt bezahlt, ja, oder für Uriel Weinreichs Wörterbuch, oder das neue Arumnamike Englisch-Jiddisch Wörterbuch, redaktiert von Gitschel Schächter-Wischwanaten, basiert auf die lexischen Forschungen von Mordche Schächter. Gott, ihr seid nicht aufgestanden, bin ich sicher, als das ist mehr wie eine Hälfte von dem Saal. Von dem kann man sehen, was für ein Herr Speuer es kennen haben zwei Jechidim. Soll das für uns allemen sein an Inspiration, auf was er derich mir soll nicht gehen in Leben. Und eher wir gehen zu der Programm, will ich begrüßen, dachte ich, zwei Choscheve Gäste. Es befinden sich in Saal Dan Weinreich. Ja, sei sehr gut, seid ihr sehr gut und steht auf. Und sein Sohn, Max Weinreich. Und ob es einen oder andere entschuldigt, aber derweil weiß ich nur wegen die zwei. Jetzt lassen wir zugehen zu der heutigen Thema und vorzustellen dem Hauptredakteur will ich verbeten, Itzig Blimanen. Itzig, er kommt bald, ich darf sagen ein paar Wörter wegen ihm. Itzig Bliman ist ein Doktorat von Linguistik beim New Yorker Universität. Seine Dissertation behandelt die Ähnlichkeiten und Anderschkeiten zwischen chassidisch-jiddisch und jiddischistischen Jiddisch auf dem Smach von soziolinguistischen Interviewen, was er macht mit Männern und Frauen von beiden Kehilles. Itzig ist euch ein Lehrer von der jiddischen Grammatik, da auf dem Weinreich-Summer-Programm, ein Schreiber in jiddischen Vorwärts, der Gründer von einem Lehensaal, einer elektronischen Ressource für avancierte Studenten von Jiddisch und ein Mitglied von der Redkollegie von Affenschwell, dem Journal von der Jiddischliga. Itzig? Schönen Dank, Sheva. Es ist für mich eine Covid und ein Vergnügen, zu können vorstellen, unser heutigen Hauptredner, dem Choschewen Professor Achmiel Peltz. Nur ehe ich eben mit dem einführe, will ich euch nutzen, die Gelegenheit zu melden, dem baldigen Herauskommen von einer speziellen Nummer von einem Journal für jüdische Sprachen, The Journal of Jewish Languages, gewidmet Uriel Weinreichen zu seiner 50. Jahrzeit, unter der Redaktion von Brian Joseph, ein historischer Linguist, von der Ohio Universität zusammen mit mir und ich habe angeschrieben, dass man einführt. In dem Nummer werden gedruckt neue linguistische Forschungen auf Themen, die seinen Weinreichen gewähnt wichtig und neu zum Herzen. Jiddische Dialektologie, Sprachenkontakt, jiddische Intonation und noch. Der Lehner von dem Nummer wird euch gefunden einen frischen Artikel von dem Godel von der modernen Soziolinguistik, Professor William Lebov, welcher geht über seine persönliche Abschätzung von Weinreichen wie ein akademischer Baljoyetz und wie der Gründer von einem wissenschaftlichen Zugang zur sprachlichen Variation und der Haupttheoretiker über andere jesuitische Probleme von der Soziolinguistik. Ich will dafür lehnen bloß einen kurzen Auszug von Lebovs Artikel, ob ich mag da reden an Englisch Wort, weil von dem kann man anheben zu verstehen, Uriel Weinreichs gewaltige Größe hat Spur auf der Entwicklung von der Linguistik im Allgemeinen, nicht nur in Jiddisch. Und ich zitiere von Professor Lebov. Weinreich's lectures were extraordinary efforts at organization and research. He threw himself into the analysis of others' ideas with great generosity and enthusiasm, and he often gave more time to working out others' theories than they had devoted to originating them. He had, in Roman Jakobson's term, a noble tenderness for the ideas of others. There was a quality in Weinreich which reached the affections of others even before they were aware of it.
One measure of Weinreich's influence was the general esteem in which his opinions were held in the field of linguistics. There was a special recognition of Weinreich's name that guaranteed a hearing in any association of linguists. To have been Weinreich's student and worked with him added considerably to the pleasures of life. And for more than a few, his death brought the awareness of an irreplaceable loss. Wir hoffen, dass der Weinreich nunmehr wird Arois in Harbst und dass er nicht Zutritt zu dem Journal durch eure akademische Bibliotheken könnte sich verbinden mit mir und ich werde euch überschicken die Artikel. Ich soll mich jetzt vorstellen dem heutigen Redner. Rachmiel Pelt ist der Direktor von dem Programm in jüdische Studies und Professor von Soziolinguistik in einem anthropologischen Abteil von Drexel Universität in Philadelphia. Sein akademischer Fokus ist die soziale Geschichte von der jüdischen Sprache und Kultur. Er hat zwei Doktoraten, dem ersten in die biologische Wissenschaften von der Pennsylvania Universität und dem zweiten in Jiddisch Studies und Linguistik von Columbia. Seine Forschungen hat man gedruckt auf beide Gebieten. Hecher 35 Jahre vernimmt sich Professor Peltz mit dem Ausdruck von ethnischer Identifikation und dem Prozess von Elternsich, das heißt akademisch, forscherisch. Und seine Forschungen nutzen euch sei historische, sei ethnografische Methodologies. Sein Buch, From Immigrant to Ethnic Culture, American Yiddish in South Philadelphia, was es euch von Verlag beim Stanford Universität in 1998, ist eine reiche Ethnographie von der Philadelphia jüdischer Kehille und das erste Buch wegen der Geräte jüdischer Sprache in Amerika. Professor Peltz ist euch gewesen, ein Mitmachhaber von Language Loyalty, Continuity and Change, Arois in 2006, und hat gedient wie der Projektdirektor und Produzent von einem Film Toby Sunshine, The Life and Art of Holocaust Survivor Toby Knobel Fluck, Arois in 2008. Er hält jetzt in Redakteuren ein Band mit Uriel Weinreichs wissenschaftlichen Arbeiten wegen Jiddisch, The Language and Culture of Jews in Eastern Europe, und er schreibt ein Zweitbuch wegen der Sprachplanierung Planning for the Future of Yiddish, Lessons from Standards in Language and in Life. Ehe er ist angekommen in Drexel in 1998, ist er 2 Jahre gewesen ein Gehilfsprofessor von moderne fremde Sprachen in Bostoner Universität und 8 Jahre gewesen der Direktor von Jiddisch Studies in Columbia Universität, wo er hat angeführt mit dem Doktoratprogramm, mit dem Planieren der Kursen für Bis-Graduierte und mit dem intensiven Sommerprogramm in Jiddisch. Er ist gewesen ein assoziierter Professor in germanischen Sprachen in Columbia und ein Gastprofessor in Gratz College, Mount Holyoke, der Massachusetts Universität in Amherst, der Pennsylvania Universität, der New School in Wesleyan. In Meshach von seiner fruchtbärdiger Karriere ist er gewesen affiliiert mit der Sache verschiedener jüdische und akademische Institutionen zwischen See der Jivo, wo er nicht lang zurück gewesen ein Gastprofessor von der jüdischen Sprache und Linguistik. Es lohnt sich herzlich begrüßen und aufrufen zu der Bühne Professor Rachmiel Peltz. Danke, Jitzik. Es ist eine große Covid von mir, dort zu reden für euch. Ich wollte Tage gekannt halten, 4 Reden ist heute, wegen der verschiedenen Menschen, von wem wir alle genießen und mir gedenken. Ich will der Ricke reden wegen Uriel Weinreichen, nur zuerst. Dafür der Mann sicher Mordgeschichte. Also ich bin mein Lehrer, aber mit wem ich habe gearbeitet, kurz 50 Jahre. Ich gedenke genau dem Tag, wenn ich habe sich zum ersten Mal sich getroffen mit Dr. Schächterin bei meiner Graduierung von der jüdische Mittelschule von dem Zionistischen Arbeiterverband und Shalom Aleichem Volk-Institut. Und Mordechai ist dort gekommen mit seinen Studenten. Er ist damals gewesen als Lehrer in der Shalom Aleichem Volksschule in Brooklyn. Und er ist zugekommen zu mir und ich bin noch gewesen Highschool-Student. Aber er hat mich herumgenommen und von damals an
habe ich bekommen in mein Postkessel den Affenschweller ausgegeben von der Freilandliga und das ist geworden ein Teil von meiner Erziehung. Mit ein paar Jahren später ist er gewesen mein Lehrer in jüdischen Lehrerseminar und ich will ein bisschen ermahnen, das mehr, noch wegen ihm. Aber ich will euch ermahnen, Charlen. Charlen Schächter ist Tage gewesen, der Mensch, was hat so viel Arbeit getan, Leteuvis, der Jugendrufbewegung. Mord reflektiert die Anrufen der Sekretärin in jenen Jahren, aber sie gewann eine Sache mehr wie eine Sekretärin. Und ich bin gewann Chefredakteur etliche Jahre nach und habe euch angeführt mit einer Jugendgruppe in Philadelphia. Und Charna hat alles organisiert für uns und gemacht, die Arbeit, die Aktivitäten gering. Und in jenen Jahren bin ich gewann ein öfter Reingeher in dem Stufen des Schächters auf Bainbridge Avenue, vielleicht kommen Sie vorhin von Philadelphia, will ich der Mann in Charna zum Guten. Drittens will ich der Mann in Biene Weinreich. Uriel Weinreich habe ich keinmal nicht gekannt. Ich meine, also ich habe ihn gesehen, öfter einmal oder zweimal, aber nicht gekannt. Aber mit Bienen habe ich sehr, sehr nahend gearbeitet und wir sind geworden nahende Freund. Zwischen 84 und 86 bin ich gewesen der Redakteur von Jedias von Jivo. Und damals lagen herausgehend 3 Nummern in einem Jahr. Und ich habe alles geschrieben auf Jiddisch. Und danach lege ich das Schreiben auf Frisch, auf Englisch. Und wir haben gearbeitet wie ein Kollektiv. Biene hat verbessert mein Englisch und David Rogoff hat verbessert mein Jiddisch. Und ich habe sehr lieb, wenn Menschen redaktieren mich und verbessern meine Sprache und meine Gedanken. Aber wir sind alle 3 von uns sind geworden nannte Freund. In jenen Jahren ist mein Baljo jetzt in Jivo gewesen, Lucien Dobroschitzky. Und die Menschen, sie fliegen rübergehend den Park von der East Side bis zum West Side, wo sie haben alle gewohnt. Und man fliegt reden. In jenen Jahren hat man angerufen dem Jivo-Tage Pivo. Weil in jenen Jahren haben mehr Menschen geredet Polnisch in Jivo wie Jiddisch. Aber dann noch in den 90er Jahren, wenn ich habe angeführt mit dem Programm von Jiddisch Lomodem in Columbia, habe ich noch einmal gearbeitet mit Biene. Biene hat sehr, Herr Neugarten, hat sehr schwer gearbeitet mit den Studenten, meine Graduierstudenten von Columbia. Ich weiß, dass in Saal kenne ich sein Chotschik, Lachola Poches 2, ich weiß Kolien und Brochen. Und sie pflegen sitzen mit Bienen, Ponem, ein Schor allein, und pflegen sich lernen Sprache und pflegen überhaseln Texten, wo sie sehr, sehr gewöhnt. Biene hat es sehr abgeschätzt, hat es sehr ernst getan, hat verrichtet die aller Beugens, und sie hat mir übergegeben, dass sie ist Tage geblieben, noch 10 Jahre in Jivo, sie hat gewollt weg von dem Jivo, nur zu lieb, und der Arbeit. Und ich meine, als sie gewinnen sehr große Aufgabe. Weil in jenen Jahren pflegen sie nicht gut zu haben, ein Lehrer. Man darf haben eine Sache Lehrer. Und wir haben gekannt bei Weisen in der jüdischen Programm etliche Lehrer. Und Bienes gewinnen ein Lehrer, bin ich gewinnen ein Lehrer. David Roskis hat gelernt und Dan Miron. Haben unsere Studenten gehabt viel verschiedene Lehrer. Aber zum Besten meine ich, ist es gewinnen, die Beziehung, was ist auch rausgekommen und hat sich entwickelt zwischen Bienen und die Studenten. Will ich sicher der Mann in Bienen und sagen, und der Mann, wie sie fällt uns heute. Euch ältere Heben habe ich noch ein paar Werte. Und das euch zu der Mann, wie Schäfer hat gesagt, die Verbindung zwischen Mordgeschächter und Uriel Weinreich. Und
noch etwas Ähnliches kommt zu wegen Uriel Weinreichs Auftun. Wenn ich bin in College, bin ich auch ein Studentenlehrerseminar und Dr. Schächter ist gewesen mein Jiddischlehrer in Onheb. Und ich gedenke neu, wie er ist reingekommen in Klassenzimmer nach einem langen Tag Arbeit und er vielleicht schleppen neben die größere Rekordierke. Ob ihr gedenkt, weil sein Hauptparnasse ist gewesen, wie der Hauptinterviewer von dem Sprachenkulturatlas für Uriel Weinreichs Projekt. Das ist gewesen, sein Hauptarbeit in jenen Jahren, in den 60er Jahren. Und zweitens, wie Shevard Amont, und wir kennen das klar überlehnen in dem Archiv, ist halb 66, wir wollen dem Mann dem Projekt Wörterbuch, wenn Uriel ist noch gewesen in Palo Alto, hat man schon bekommen genug Geld, der rauszugeben dem Wörterbuch. Und es gewesen eine offene Korrespondenz zwischen Mordchen und Uriel wegen sehr ernste Unionen. Und Dr. Schächter ist gewesen der Hauptkonsultant wegen Wörterbuch in jenen Jahren. Und ich will euch zum Sof jetzt der Mann in dem Wörterbuch, weil ich allein habe nicht gut verstanden, was das meint für eine Kultur und für ein Volk. Zu haben ein Mensch, was kann herausgeben, ein Wörterbuch, was es euch hat, ein Mumcher auf Sprache. Und der Fokus von Studieren und Forschen Sprache ist Bateit. Es ist zu verstehen, Bateit. Und Uriel, nicht was man gerufen Semantik dämmelt, weil die ganze Sache ist Semantik. Uriel hat sich so viel Zeit übergegeben, auf zu verstehen, was heißt Bateit. Und er allein hat gerade eine Praktik von etlichen Kulturen. Und andere Kulturen vermögen das nicht. Das heißt, wir haben bekommen am Atona ein Wörterbuch von einem Mensch, was hat studiert Psychoanalyse, allein studiert das, was hat gewollt wissen psychologische Motivierung, was hat gewollt verstehen semantische Felder von verschiedenen Kulturen und hat gekannt das als integrieren beim Abklang von einem Wörterbuch. Und ich meine, als das ist die größte Matone, was wir haben bekommen von ihm, Benegeia, dem Wörterbuch. Und jetzt zum Indien. Heute will ich sich abstellen auf ein Leben von einem 13-jährigen Jüngel und was ist geschehen mit ihm in der Entwicklung von seiner Persönlichkeit in der weiter dicke 13 Jahre, bis er ist geworden ein Professor in Columbia Universität. Mein Zweck ist besser zu verstehen Uriel Weinreichs Motivierung beim Verlegen das, was er hat angerufen, das Feld von Jiddisch. Ein Programm von Forschen, sich lernen, und euch schon Jiddisch Mumchim, Experten auf dem, was man ruft Jiddisch. In 1939 heben wir an mit Trauma die Zerteilung von einem Spocher bemäßigt von 2 Jahren. Uriel zusammen mit den Taten und der jüngere Bruder Gabi zusammen mit der Mamen. Gleich beim Ausbruch von der Milchama. Er kehrt sich keinmal nicht zurück zu seiner Geburtsstadt Vilna. Und wir folgen noch seine Jahren in der öffentlichen Mittelschule, der jiddischen Mittelschule, dem City College und Columbia College, als in Stadt New York. Die Jahren in Columbia wären abgehackten Mitten, wenn Uriel hebt uns zu dienen in der amerikanischen Armee zu 18 Jahren. In die Staaten Deutschland und Rumänien. In der Zeit, wenn er es nicht mehr wie ein Unheber graduiert Student, hat er schon verändert 2 von seinen Büchern. Sein jiddisch Textbuch, was ist er heute 1949,
und sein Jiddisch-Englisch-Englisch-Jiddisch-Wörterbuch, was hat aber gedacht warten, bis man hat angesammelt die Nähte gefunden und hat nicht gesehen dem lichtigen Schein bis 1968, nach Uriel Weinreichs Petiere. Ob wir übernehmen die Übergegebenheit zu Jiddisch-Lemodem, wie ein schliches Tage überzugeben Wissen und Abschätzung von einem Stegerleben, was man hat den ganzen abgewischt von einem Erdkeiler. In der Kufe, wenn an die natürliche Erziehung von dort zu dort in der Mischpache und in der Kehille und in der Talkschule funktioniert nicht, haben wir Jiddischforscher zu verdanken, die gezählte Lebengebliebene Gelernte, was seinen Gewinn genug hat beim Anheb von der Milchama, zu haben mitgemacht und später zu können gedenken, ob die Welt erst handig. Die Gruppe, was sie gewinnt, genug jung zu verändigen, sehr formelle Erziehung nach der Milchama, hat Keulel gewinnt, auch zu Uriel Weinreichen, Benjamin Chruschowski, Mort Schächter und Chone Schmeruk. Hat sich auf Weinreich nicht gekannt, bin ich von den Seltenen, wo sie gewann als Student von beiden von Weinreichs berühmtesten Studenten. Der Hauptmumche auf der jüdischen Dialektologie, Michael Herzog, und der Gründer von der Soziolinguistik in Amerika, ihm zu lange Jahr, Bill Lebov. Weinreich hat eingeführt einen Graduierlernplan, was hat darum genommen jüdische Sprache, Literatur und Folklore. Das ist damals gewesen, typisch bei den Lemudem basiert auf Sprachen in amerikanischen Universitäten. Aber hat dieser Plan befriedigt die Bedürfnisse und Prioritäten von dem noch kommenden Jidentum? Lange befreut wird, er guckt an Weinreichs Projekten und Beschlüssen bemäßig von jenen Jahren. Ich vernehme sich mit dem Buchprojekt von Annotieren seiner Jiddisch-Forscher-Artikeln, zu machen zuträglich für einen neuen Dorf-Studenten. Als Sache von sich sind ein stilistisches und begriffliches Meisterwerk, was decken verschiedenartige Aspekte von Jiddisch-Lemudem. Aber heutige Graduierstudenten vergucken sie oft mal. Ich habe euch zugegräht als Sehen, was analysieren Weinreichs Forschkarriere und Biografie. Mein Zweck ist beizukommen dem begrenzten Image in jüdischem Lemudem. Hallewei wollte jeder von uns der gerechte Samadrege von Weinreich nur wie der Machaber von College Jiddisch und dem Wörterbuch. Und zumal wie der Architekt von den Plänen und Friedrich der Gräuchungen von dem Sprachenkulturatlas. Nicht lang zurück hat die Bibliothek bei Columbia Universität bekommen eine föderale Subvenz auf zu digitalisieren die Notizbeugen von den Interviewers. Meine jetzigen Analysen stammen von den Texten, was gefinden sich in dem Uriel Weinreich Archiv beim JIVO. Lassen wir sehen, was geschieht mit Uriel oder Elik, wie die Nonte pflegen ihm rufen, befragt seine Wilner Chaveren. Er ist geboren in 1926 und bekommt die frühe Erziehung in Wilne bei der Wilner Jüdische Volksschule von 1933 bis 1938 und Wilner Gymnasium von 1938 bis 1939. Faktisch ist er rein in der ersten Klasse in Wien und sich gelernt auf Deutsch. Bei erster Sprache ist gefahren in Wien, akkompanierend dem Taten Max in 1933, was ist dadurch an Analyse beim berühmten Psychoanalytiker Siegfried Bernfeld, Freud's Talmud. In 1939, ein paar Tage vor dem Ausbruch von der Zweiten Weltmilchama, ist Uriel weggefahren mit den Taten auf eine internationale Linguistikkonferenz und sie sind geblieben stecken in Kopenhagen, wo Uriel hat sich gelernt auf Dänisch in der Vestre Borgerdide Skola von 1939 bis 1940. Tate und Sohn sind angekommen in New York in 1940.
Regina und Gabi haben der Gerecht Amerika via der Transsibirer Bahn und dem Pazifischen Ozean. Wir können überlegen, Uriels zwei multiseitige typierte Brief zu Freund und Mischpoche in Vilna, März 1940, wo er beschreibt das Fahren auf das Schiff und Ankommen in Amerika. Die Weinreichs sind gewähnt das Träub im Vergleich mit dem Lubavitcher Reben, was es euch mitgefahren auf das Schiff, auf jener Schiff. In dem zweiten Brief beschreibt er den ersten Tag in der Schule und seinen Eindruck von Fort Tryon Park. Er hat verendigt die öffentliche George Washington High School in Washington Heights und graduiert Februar 1943 wie Salutatorian. Ich wollte gewollt sich bekennen mit jenem Valedictorian. Von 1940 bis 1942 hat er euch sich gelernt in der Zugab jüdische Mittelschule von Shalom Aleichem Folk Institut. Einsmann hat er sich gelernt in City College und danach hat man ihm angenommen in 1943 in Columbia College auf ein volles Limit-Stipendium auf den Namen Pulitzer. August 1944 hat man ihn genommen in Militär. Nach einer verändigen gründlichen Trainierung und Offizierkandidatschule wird er als zweiter Leutnant in der Infanterie Juli 1945. Er dient wie ein Militärtrainierungsoffizier und ein konstabularer Euspieroffizier in Deutschland und ein russischer Verbindler und Übersetzer in der Alliierten Kontrollkommission in Rumänien. Er verlor die Armee wie ein erster Leutnant Militär-Euspiel und kehrt sich um in New York Dezember 1946 zu 20 Jahren. Er verendigt den Bachelor in 1948 und hebt an in der Columbia Graduierschule Februar 1948. Sein Hauptprofessor ist gewesen der französische Phonologe André Martinet. Er hat euch sich gelernt beim slawischen Linguist und Literaturforscher Roman Jakobsen, dem anthropologischen Linguist Josef Greenberg und dem Historiker Sala Baron. Sommer 1948 hat Weinreich zusammen mit etlichen anderen Studenten bekommen Subventionen, die zuvor in Los Angeles sich zu lernen in einem Kurs von Jiddisch Linguistik und Folklore in UCLA. Der Professor Max Weinreich. Februar 1949 bekommt Uriel den Magister sein Thesis Present Day Approaches to the Study of Bilingualism. Sommer 1949 hat er Hasne gehabt mit Bienen, Beatrice Silverman, und sie sind beide weg in der Schweiz auf ein Jahr, wo er hat weiter studiert Sprachgeografie, Probleme von Zweisprachigkeit, wie euer Kurs in Psychoanalyse. Seine Dissertation wegen Multisprachigkeit in der Schweiz ist nicht heraus wie ein Buch bis mit etlichen Jahren zurück. Nur eine Sache von seinen Gedanken binnen Zweisprachigkeit und Kontakt zwischen Sprachen findet man in Weinreichs Buch Languages and Contact, publiziert 1953. Durch seine frühen Jahre ist der Bauch ein Speuer auf Uriels Gedankengang, der Tate Max. Nur so wie sie haben gewohnt beschränkt, sorgen die Archive wenig Edes wegen die wichtigen Beziehungen. Bis später, wenn Uriel wohnt auf der Zeit Mechutz New York. Der Deutschig in Beweisen von einem intimeren Mechutz von den Beziehungen spiegelt ab dem Charakter von unserer Forschung. Was ist also abhängig in publizierten Arbeiten und in dem, was wird präserviert in schriftlicher Korrespondenz. Das heißt, in dem schriftlichen Abfall von einem Leben. Selten guckt man auf die ersten Sprotzen von Gedanken, die Ungewissenheit auf Schmusen und private Diskussions, wenn man nimmt sich zu forschen ein Thema. Achutz der Korrespondenz habe ich sich benutzt mit Weinreichs Vorschlägen auf Stipendien, wo er hat von Zeit zu Zeit versachakelt,
die eigene Abschätzung von wann erzieht die intellektuelle Haschbäuer. Also in Weinreichs eigene Werte, wie er Teil von seiner Applikation auf Stütze für seine Graduierforschung von dem American Council of Learned Societies, ACLS, März 1949, wie er schätzt ob die eigene intellektuelle Interessen. Und ich zitiere: "Now that I look back at my intellectual development, I see that my early interest in linguistics and cultural problems was aroused by the frequent discussions on such matters which I heard at home, sometimes even before I fully understood them. The visits of scholars from various countries at our home and my father's return from a year's participation in an international Rockefeller Foundation seminar at Yale influenced me deeply. The East European environment in which I spent the early part of my life served to impress upon me that language is much more than a logical sound system, intertwined as it is with social and cultural problems of a most complex nature. Als Anausblick findet man selten zwischen die strukturellen Linguisten von jener Zeit und sorgt voraus auf ein Breches von der Soziolinguistik, was Weinreich und sein Student Labov werden später helfen einführen. Die Überlebungen von dem jungen Orion sind so anders von dem Tatens. Sei die formelle Erziehung, das Euker mein Ascheurisch sein von seinem Geburtsort wie ein junger Zehnerjüngel, seine Überlebungen in Amerika wie ein Zehnerling, nehmen in Betracht die öffentliche Mittelschule, College und Armee der Erziehung. Nicht geguckt auf dem, wo sie leben sich aus selber zweit bemäßig von zwei Jahren beim Unheil Milchama, abgerissen von Besprache, ist so real der, wo es kann herumnehmen und annehmen Amerika. Seit Tate sei Sohn seine gewähnten Linguisten, nur real ist jener, was in den später 50er Jahren entwickelt eine non-persönliche Freundschaft mit Noam Chomsky. Und Taka anerkennt er Uriel Chomsky wie der Mensch, was hat man Spiel gewonnen, auf wie so er versteht, dem Phänomen Sprach. Aber sei Uriel und sei Noam rücken sich auf voraus und schon in den Mitte 60er Jahren schreibt Uriel wegen der Enttäuschung in Chomskys nicht anerkennen die imposante novatorische Chidushim, wo sie herausgewachsen von Lebovs Forschung. Marx, nach dem Mohammed, beweist mehr nicht seine Übergegebenheit zum Keuch von Psychoanalyse. Und seine linguistische Analyse ist mehr konservativ. Uriel von seiner Seite hebt sich an in Amerika getreu dem europäischen Leben, von welchem man hat ihn abgerissen. In 1942 deklariert er in einem Journal von der Shalom Aleichem Mittelschule, als wie geht noch die Mohammed wird sich endigen vor der Krieg in Vilna. In jener Zeit ist er gewesen Mitglied von einer jiddisch-redendicken und schreibendicken Jugendgruppe, gekommene von Polen, hereinrechnendig den Bruder Gabi und Amek Bromberg, später jahrelang Redakteur von dem State Department's Problems of Communism. Zusammen mit der Gruppe Amerikaner geborene jiddisch redendicke und schreibendicke Jugendliche, Schickel Fischmann Besuchem, was hat herausgegeben dem ersten Jugendhof, ein jiddischsprachiges Journal von der schönen Literatur und gesellschaftlicher Kritik. Bei Suriel hat gedient im Militär, hat der Jugendruf gedruckt eine Serie Brief seine, was haben beschrieben seine Überlebungen in der Armee beim Soffen der Mohammed und bei Esir Nochwirk. Die Brief geschrieben auf ein Eufen zu gedenken, Titeln an auf der Ausbildung, was Suriel hat bekommen in jenen Jahren, gar anders von der Mittelschule und College Jahren seine in New York. Le Marshall, beschaß der Kufa von Basic Training in Fort Benning, Georgia, hat Uriel sich bekannt mit einem jüdischen jungen Mann von den Dakotas, was in sein Städtel stammen alle Jiden von ein verzweigten Sprache,
mit gar Asach Schwesterkinder. Uriel weiß sich schockiert, wie weit der junge jüdische Soldat ist akkulturiert zum Amerikaner Leben. Der Soldat versteht, dass er ist ein Jid, aber er kennt nicht Davenen, kennt kein Hebräisch oder Jiddisch und ist weit von dem Typ Jid, was Uriel hat gekannt in Vilna und New York. In einem anderen Brief warft Uriel an eine leichte Genittung wegen Armee-Jargon, übergegeben dem Banitz von dem Termin GI. Unhebendig mit Bezeichnen dem Soldatkuffer und danach auf vermischten Öfen ausspreiten sich zum Homonym. Der Soldat Weinreich gibt zu verstehen seine Chaverim in New York, als der Verruf auf Government Issue hat sich verspreit, bis der Bezeichnung in der Rechtssprache für einen Soldat und für so viele Sachen in dem Leben von Soldat. Dennoch in dem Brief führt Uriel ein Verben, was beschreiben die vollständige Ausledigung von dem gastrointestinalen Trakt und noch mehr. Die Briefe von der Armee spiegeln ab die emische Einführung von einem Wilner Bocher in einem Amerikaner Leben. Wenn er kommt daheim, so 1946, gefindt man nicht keine Spur, als er soll sich verinteressieren in einem Wiederaufleben von einem jüdischen Leben in Mitteleuropa. Oder in einem Leben von den Hunderttausenden DPs in Europa. Sicher ist Uriel Weinreich übermenschlich in sein Vermest. Nicht nur verendigt er den Bakalaver in ein Jahr in Kolumbien, sondern er schreibt dann sein College Jiddisch in demselben Jahr. Dennoch tritt er rein in der Eberschule und verendigt den Magister beim Mescher von ein Jahr und in demselben Jahr schreibt er an dem Manuskript von seinem jiddisch-englisch-englisch-jiddischen Wörterbuch, dämmelt Norbert Grenitz zu 15.000 Einzeln in jeder Richtung. Beide von den Projekten, muss man anerkennen, sind gezielt auf eine Amerikaner-Jugend. Uriel Weinreich hat gehalten im Bringen Jiddisch zu einer erweiterten Jugend, was hat verloren die Sprache und Kultur von der Ovis Ovisenu. Gewiss sind die Projekte seiner Norgewinnseitige, bis er hat sich eingetunken in die vielseitige Zugang zu verstehen Sprach und Partei. Und er entwickelt sich schnell wie ein Scheinturm vor der amerikanischen Linguistik im mitten Jahrhundert. Sicher will ich nicht verminderen Weihnacht zu steuer zu Jiddisch, aber ich habe bekommen Ausschulungen in vielmännigen Disziplinen, noch ich habe keinmal nicht angetroffen auf noch ein Forscher, wo soll haben der Gerät, das eine außergewöhnliche Produktivkeit. Der Ribber ist ironisch, als heutzutage soll man versehen seiner verschiedenen Zusteuerung zu jüdischen Lemuden. Bei jeder Gelegenheit hat Uriel Weinreich geschaffen einen Ort für Jiddisch in seinen Forschprojekten. In der Zeit, wenn er sich gelernt in Universitätskursen in Zürich und getan die Feldarbeit für ein Doktorat über Multisprachigkeiten der Schweiz 1949, 1950, hat er zusammen mit seinem Freund, der Folklorist Biene, rekordiert Jiddischreders in einem sorbischen Toll von der Schweiz wie euch in die Städtlach und Dörfer von Elsass. Uriel Weinreich, ein Lebengebliebener, was hat verlost Vilna zu 13 Jahren, ist gewend tief gerührt von der Vertilgung von der Gesellschaft und Kultur von seinem Geburtsort. Er hat angenommen den Zugang von den Anthropologen Ruth Benedict und Margaret Mead nach der Zerstörung von der Welt bei Esther Zweiter Weltmulchammer, der eine des Forschen Kultur von der Weitens, anders von den verwandeln sich in ein Eingeborener und observieren die Kultur in situ. Also ja noch in den späten 1950er Jahren benutzen sich meistens mit Lebengebliebenen in der Meierheim,
der Ricker oder Medinas Yisrael oder die Vereinigten Staaten hat Weihnacht geplant mit dem Sprachenkulturatlas. Heint stellt man sich vor der Atlas mit seinen Interviewen wie die größte archivale Sammlung von dem Leben von mizrach-europäischen Jiden. Michael Herzog hat Mamschach gewendet an Analyse von der eingesammelten Information. Auch aus den Büchern und Artikeln, was man daraus gegeben bisher, wird man hoffentlich bald digitalisieren alle Interviewen, gesammelte Informationen, noch nicht gedruckte Mappes, mit freiem Zutritt zu jeder Forscher. Die reichen Interviewen werden geben Verständnis in der Tiefe und in der Breite von den jungen wegen jüdischen Leben, was auch viele Uriel Weinreich und Michael Herzog haben nicht gekannt vor Häusern. Aber Weinreich hat nicht gekannt gering vergeben. In den 1950er und 1960er Jahren hat er und der Tate geantwortet auf Brief, was Monnen als separat von einem Artikel oder Anteil in einer Band Artikeln oder einer Konferenz oder Stamminformationen von einem Deutsch oder einem Österreicher mit einem Brief, was es Keulel als ein Reussag. Und ich zitiere: A German or Austrian wishing to initiate a correspondence with the undersigned is requested as a preliminary to send a summary of his potential activities in the years 1933 to 1945, with special reference to membership in Nazi organizations and to participation in the German war against the Jews. This, unfortunately, is a price which must be paid by the innocent in a society which is unable or unwilling to segregate its guilty elements. Is uns verblieben zu barrieren dem Teuchen von einem Lernprogramm, was Uriel Weinreich hat organisiert für seine Graduierstudenten in Amerika. In einem Bericht geschrieben nach Weinreichs Petiere hat der damalige Vorsitzende von dem Abteil von Linguistik in Columbia, Robert Oesterlitz, was er hakelt 15 Kursen für die Kandidaten für einen Magister und Doktorat in jüdisch Lemudim. Kursen, was Uriel Weinreich allein hat gegeben, 15. 6 in Linguistik, 6 in Literatur, 2 a Gemisch von beiden und einem in Folklore. Moschlen von die Temes, die Ausformung von einer literarischen Sprache. Temes in Sprache und Literatur waren 19. Jahrhundert. Der germanische Komponent von Jiddisch, Peretz und sein Welt, heinzeitige jüdische Poesie. Punkt wie mit seinen Forscharbeiten haben seine Kursen gedeckt, Linguistik, Literatur und Folklore. Also Thematik hat sich gekannt, eine Reingliederin in der Struktur von der Humanistik in die amerikanischen Universitäten in den 1950er, 1960er Jahren. Wir kennen aber stellen die Frage, dass das syrische Programm hat befriedigt die Bedürfnisse von dem jüdischen Volk, was hat erst geprobt, sich wieder stellen auf den Fies, noch als Abbruch. Und wir kennen auch heim stellen die Frage, was erwarten wir heim in einer anderen Zeit, 50, 60 Jahre später, wenn wir verstehen noch als nicht, wie er soll zu helfen, das jüdische Volk beim Rekonstruieren einer Basis von Wissen und Verstand bin ich eher eine verlorene Welt. Und dazu, was für eine Rolle spielt das, was wir rufen Jiddisch in der Zukunft? Und wie soll es schafft man ein Lernprogramm für die 2020er Jahre beim Eusschulen avancierte Jiddisch Mumchim? Von meinen eigenen Forschungen verstehe ich, als Punkt wie bei jedem, ist bei allen gelittenen Völkern, Lebengebliebenen, noch Völkermord, noch Genozid, das schwerste Vermess, überzugeben dem Tam und Teuchen von dem Leben, was man bei sich zugenommen hat. Wie dazu lag, bin ich gehe Uriel Weinreichs Orientierung zu Amerika. Lomra guckt dann auf seine Beziehung zum Amerikaner Jiddisch. Max Weinreich hat in etlichen Publikationen herumgerettet, dem Amerikaner Jiddisch
wie ein Indien, was verdient Häusig und Spott. Nicht etwas ernst, nicht kein Forschobjekt. Max und Uriel haben beide sich vernommen, mit Barbierungen einzuführen, dem standardisierten Jiddisch. Proven, was Vater Mohammed hat man sich nicht genug entwickelt. Oder es ist nicht verblieben genug Zeit, sie anzunehmen und eingliedern in der Gesellschaft und Kultur. Haben beide Weinreichs Meure gehabt für substandarde Formes. In einem Brief zum Soziologen Herbert Gans in 1955, der Mont und Riel Weinreich Jinglisch und er beweist seinen Abschatz von Vulgarisatie in Amerika via Sakona zum Chance überzugeben in der amerikanischen Gesellschaft, die voneinander gearbeitete und entwickelte Jiddisch Kultur. Und ich zitiere: Yiddish society has not been successful in presenting itself to its American descendants. And the Katzes, dort hat er gemeint, the leader von Mickey Katz, have taken over by default. Uriel beklagt sich, auf wie schwer es ist, überzugeben das Bild von jüdischem Leben in Wilna 1939 zu den neuen deutschen Amerikaner Jiden. Das ist gewesen seiner Zweck. Nur Hagar Max Weinreich hat sich erweitert von Anrieren des Amerikaner Jiddisch auf einen positiven Eufen. Beteitig ist die letzte Komposition Uriels. Was gefind sich Dafke in der Arena? Sof März 1967, ein paar Tage vor sein Tod, schreibt Uriel Weinreich als ein Hakel von seinem kommenden Forschprojekt, betitelt Influences of Yiddish on American English, Possibilities of a New Approach. Also erklärt seine Motivierung, und ich zitiere, doing justice to the linguistic impact which the Yiddish-speaking Jew and his immediate descendants have made in America. Und führt ein die neue Methodik von der Soziolinguistik, was sein Student William Lebov hat entwickelt und angewandt beim Klarmachen der Problematik. Auf dem Teutenbett, in Alter von 40 Jahren, hat man nicht gekannt abstellen, Uriel Weinreichen. Er gefindt sich dahin in Amerika, suchende Wilne Schalmeiler. Der Success von Uriel Weinreich wie Professor von avancierten Studenten kam in der Tappen in dem Derech von den Studentengruppe. Der Keuch von einem Professor ist nicht beim Beherrschen ein Feld mit allerlei Protem und Theories, nur beim Öffnen übergeben und teilen sich mit den Studenten. Die fähigen Professoren sind jene, die sind breitherzig und haben ein Talent aufzugeben und zu nehmen. Das Schaffen einer beschützwürdigen Beziehung mit dem Studenten, wo jeder versteht und vertraut dem Zweiten. Der Speuer von Uriel Weinreich ist gewesen, so stark und so wach, als bis in Sof haben die Studenten gemeint, als sie schaffen noch alles bis zusammen mit sehr Baljoyets. Also ist gewesen bei Michael Herzogen, was hat ständig herausgestellt, Weinreich zu steuer auf Reus und nicht dem eigenen. Auch viele, wenn es ist klar gewesen, als er allein versteht die Dialektologie besser von Wasserfriedigen, Dialektolog von Jiddisch. Und ähnlich bei Bill Lebovin, was ist auch Reus auf Pensier erst vor Jahren zu 87 Jahren. Lebov sagt und schreibt noch als, als er ist sicher, als jeder Gedanke seinem in der Soziolinguistik hat Uriel Weinreich zuerst benommen. Als Simen von Weinreichs Breitherzigkeit wie ein Professor und Baljoyets, da kennt man klar in einem Brief seinem zum Noam Chomsky von dem 3. Juni 1966.
Sei Chomsky, sei Lebov, haben gedarft Sommer 1966 lernen Kursen in einem linguistischen Institut, Linguistic Institute, Summer Institute of Linguistics. So nicht zitiere. I also wanted to do my part on putting Lebov's magnificent work in the mainstream of linguistic discussion. Not that he needs much help. He is a brilliant, coherent theoretician, a virtuoso practitioner, and an effective, devoted teacher. I hope his book, which is due this week, will be immediately appreciated as the epic-making work that I think it is. In originality and fecundity, I rank it on a level with Saussure's memoir, Venner's Law, Saussure's Course, and with syntactic structures, to say Chomsky's syntactic structures. I hope you get to know and appreciate Lebov this summer. It's worth it. Lesof Vilachneinen fin Horav Avram Yoshua Heschel's Hesped Badalavaya Sof Marz 1967. Alle Werte paralysiert, as a Schenkheit gewen, as Eufel Meuch, as a Fanem, gewure Geistige und as a teure, gesunde Pastis in seine Miedes, as a Broch, as a Treuer. Die jüdische Sprache gewen amol a stolze, getreie Mama. I sitzt da wisst der Almona. Das Volk ist weg mit dem Reuch und die Kinder, wo seine geblieben, haben vergessen. Es ist da a Mama. Uriel hat die Mama nicht vergessen. Hat sie behandelt, wie man darf behandeln a Mama, getreu, mit Liebschaft und Chochme und noch a Sach mehr. Jiddisch ist bei ihm gewesen a Malke, a malches dicke Mama, hat sie angetan a Kreun. Bazioten bescheint. Uriel ist gewesen a Prinz, der Prinz, was hat gehalten, erlach sein Mamen, die Malke. Ist gewesen a Trest für uns, wenn wir haben gewusst, as hotsch Uriel ist mekayem kibedem, nit sentimental, nit mit stam deburim, nur mit dem Keuch von Forschung. In dem Namen von Emmes. Ich habe bewundert seine große wissenschaftliche Fähigkeiten. Ich habe ständig eine Sache mehr bewundert, seine Ehrlichkeit, seine Getreuschaft, seine Nives. Einmal haben wir jeden gehabt einen Garten, reich mit Blumen und Peres. Der Säuner hat den Garten zerstört, ausgerissen alle Pflanzungen mit den Wurzeln. Es geschehen ein Ness. Es ist ausgewachsener Bäum, der prächtige, schlanke Bäum Uriel Weinreich. Verschnitten ist der Bäum und der Wetig brennt im Herzen. Als ein Unglück, als ein Umit. In dem Chumisch, was wir haben Nächten gehört und gelernt in der Schiel, beschreibt sich ein ähnliches Unglück, was es geschehen Arna Koyen. Mit dem Teut von Nadewe Avayo. Weihe Dom Aaron. Mit ein Wort beschreibt der Chumisch das Verhalten sich von Aaron Akoyen. Weihe Dom. Er hat geschwiegen. Der größte Geschrei in der Welt ist Schweigen. Schweigen mir. In Treuer, in Wetig und in Jiresakovit. A Pracht geht er weg in Käfer, aber a Glanz, a Lichtigkeit bleibt aber in der Welt. Wir stehen und arbeiten und schaffen nicht in Uriel Weinreichs Schatten, nur inmitten von dem Glanz und der Lichtigkeit, was er hat uns übergelost, bei Rusche. Ich, wie einer von den Älteren da und ihren Neulem,
von einem jüngeren da können mitarbeiten, weiter zu schmieden die Kette, was wird verbinden unser Jiddisch von Vilna in 1939 mit unser Jiddisch von New York in 2039. A Dank, Uriel Weinreichsbrück. Dank, Rachmiel, dass Sie gewinnen, wenn es wunderlich. Unser heutiger Sängerin, Ina Barmasch, ist sie da? Ja, okay. Hat emigriert in die Vereinigten Staaten von Vilna, wenn sie ist gewinnen 12 Jahre alt. Dort hat sie angehalten singen auf Jiddisch in einem Kinderchor und in einem Tanzkollektiv. Da in Amerika hat sie sich gelernt in Princeton und dort hat sie geschaffen dem Universitäts erste Klezmer-Kapelle, was hat sich gerufen die Klez-Dispensers oder wie unser Neu-Wörterbuch wird vorgelegt, die Klez-Zegebers. Sind damals ist sie aufgetreten in der Sach Klezmer- und Volkgruppes in und herum dem Staat New York. Mit ein paar Jahren zurück hat sie herausgelost ein Kompaktel Jiddisch Lullabies and Love Songs, was ich rekommendiere stark. Bei Tag arbeitet sie wie ein Advokat und bei Tag und bei Nacht ist sie die Mama von zwei Jünglach und die Frau von Lev Lova Jurbin, was wird sie heint akkomponieren. Lova ist geboren geworden in Moskau und gekommen in Amerika zu 11 Jahren. Er hat seine eigene Kapelle, was hat er wunderlichen Namen, Lover and the Contraband, und ist schafferisch auf Sachfronten wie ein Konzertkompositor, ein Fiddler und Violist und ein musikalischer Arrangierer. Zwischen seinen neuesten Projekten, seinem neuen Werk für Yo-Yo Ma and the Silk Road Ensemble, Arrangierungen für dem Detroiter Symphonieorchester, für der Brooklyner Philharmonie und Zusammenarbeit mit Eduardo Villara von dem Ballet Hispanico. Der New York Times hat ihn beschrieben wie dizzyingly versatile and eclectic with an ear for texture, strikingly original and soulful. Das heißt, außergewöhnlich, vielseitig, wunderlich, originell und voll mit Neshame. Thank you so much, Sheva. As you could probably tell from Sheva's introduction, I've had a busy life. So the one regret I have is that I never learned spoken Yiddish. Yiddish is my first singing language, but I will introduce the songs in English. The first song, Wenn ich soll hoben fliegelech, is from a collection of Barry Goffsky songs collected in Western Ukraine, where my grandparents and Lova's grandparents are from. Thank you.
ich soll hoppen fliegerlich, heu wollt ich doch zu dir geflogen. Und wenn ich soll hoppen käterlich, wollt ich doch zu dir gezeugen. Und wenn ich soll hoppen käterlich, wollt ich doch zu dir gezeugen. Oi, auf jene seid Deich, auf jene seid Breg, oi seinen die Zweigen gebeugen. Oi, dorten steht mein süß Leben mit verwehnte Ohren. Oi, dorten steht mein süß Leben mit verwehnte Augen. Oi, hör schon auf zu weinen, oi, hör schon auf zu klagen, mit Weinen wirst du gar nicht machen. Oi, öffn auf mein Herz, wirst du sehen, wie sie schwarz, wirst du wissen, wie lieb hab ich dich. Oi, öffn auf mein Herz, wirst du sehen, wie sie schwarz, wirst du wissen, wie lieb hab ich dich. Thank you. And the next song, Schlaft mein Kind, is a bridge, a song that is a bridge in many ways, like the story of Weinreich as a bridge between the old country and the new country. In this song, there is a literal connection between two parts of a family in the old country and the new country. It's also an interesting musical bridge. We found this song when Lova was working on arrangements of Shostakovich's Jewish folk song cycle. And this particular song is one of the songs that made it into that song cycle. When Shostakovich found it in a published book of Yiddish folk songs, so he was only familiar with the text, he didn't have the music. So we were really curious to find the melody. Schlaf mein Kind, mein Trost, mein Schöne, schlaf Scheilulu. Schlaf mein Leben, mein Kadi Scheine, schlaf Schesunenju. Bei dein Wiegel sitzt dein Mame, singt ein Lied und wein. Wirst amol verstehen, mis Dame, was sie hat gemeint. Wirst amol verstehen, mis Dame, was sie hat gemeint. In Amerika ist der Tate deine Sonne. Du bist noch ein Kind, lässate, schlafsche, ei Lulu. Das Amerika ist für jeden, sagt man gar glieb. Und Frieden, Agenheiten, etwas an Antik. Und Frieden,
dort ist man in der Wochenhalle so ne Ju. Ja, ich lech, weil ich dir kochen, schlaf, Lulu. Wird schicken $20 sein Porträt dazu und wird nehmen Leben solle unser hinzu zu und wird nehmen Leben solle unser hinzu zu schlaf mein Kind. Mein Trist, mein Schöne, schlafsche Heilulu. Schlaf mein Leben, mein Kadi, Schöne, schlafsche Sonnenju. Bis es kommt das gute Quittel, schlafsche Sonnenju. Schlafen ist ein Teil Mittel, schlafsche Schlaf, Lulu. Schlafen ist ein Teil Mittel, schlafsche Schlaf, Lulu. Thank you. Sie werden zurückkommen. Gut. Ist Edrich, geh weiter. Ich bin sicher, als keiner tut es nicht bekiven. Nur von Zeit zu Zeit kennen meine Herren ein Klingen oder ein Summen von einem Telefon. Ist Gitterkuck, seid sicher, als ihre Tage vermacht, abgedreht die Zelkes. Gut? Okay. Arle Vishwanath ist das Enikel von Dr. Mordche und Charne Schächter und der Sohn von Gittel Schächter Vishwanath und Melach Vishwanath. Er hat seine Stelle in einer Start-up-Firma, vernimmt er sich mit Musik und mit jüdischen Klausachen. Gor letztens ist er geworden ein Mitglied von der Jüdisch-Liga-Exekutive und hat uns hereingebracht in der Welt von Twitter. Das ist ein größer Auftrag. Er ist euch ein Polyglott und kann reden ein Tutz Sprachen, reingerechnet Spanisch, Französisch, Russisch, Japanisch, Persisch, Hindi und Yoruba. Und ich bin neugierig zu wissen, was man hat da rausgelassen. Heint wird er aber danken Gott, reden nur auf Jiddisch. Danke, Sheva, für eine Ranfier. Dem Seidens Ptire in 2007, in meinem zweitletzten Jahr Mittelschule, hat mich erschüttert. Avec ist der größte Ries von jüdischer Sprachforschung und Sprachnormierung. Avec ist der Rebbe von der jüdischistischen Eide. In einem Wegtag ist der Schächter-Patriarch. In wie viel die sollen nicht haben gewähnt, mehrgiftige Avedis? Hab ich mehr von allem bedeutet, wo es ist weg, die letzte Hoffnung zu schaffen, eine nebentere Beziehung, sich besser zu bekennen mit meinen Seiden. Also Hoffnung ist versteht sich gewähnt, unrealistisch und stark verspätigt. In den Juren, wenn er es noch gewesen sei bei den vielen Keuches, sei bei den klugen Gedanken, bin ich noch gewesen ein Zuzikl, und mit mir hat er nicht geredet, also wie mit den Erwachsenen. Wegen der Muschel Prinzipien, Gedanken, Weltsachen, Literatur, schon auch geredet wegen Prutem von jüdischer Grammatik und Lexik. In den späteren Jahren pinkt er so wie sie seinen Derech an zweiter Hand zugekommen, Srov von meinen Sichreunis von Seiden. Hab ich echt in allerlei Mekäurem Gesicht und geklebt sein Call, seine Wärter, von den Radioprogrammen, von der Balpe-Geschichte, was der Vetter Benjamin hat aufgenommen in den 1990er Jahren,
von der Mammes Notizen von Lehrerseminar in Avade von dem Edis-Klangarchiv, wie es ist mir agef ausgekommen zu hören, wie der Seder redet Jiddisch, anstattdessen Spanisch, mit einem schweren deutschen Akzent. In Chotsch, die alle Rekordierungen in Schriften haben mir gegeben ein Bild von Mordgeschächter, dem Professor in Jiddisch ist, und gespielt sehr eine wichtige Rolle beim Anpflanzen in mir ein Jiddischism, in einer Liebschaft für Jiddisch, sind in mir tumid geblieben lieber die zwei einzigen Sichreunis von dem Seiden, eigene, was in sie beiden hat mehr von allem infiguriert, sein Kohl. Er hat gehört ein Süßkohl, ein Edels, ein bisschen ein Schwachlichs, ein Heiserichs, mit einem weichen Lamed in einem gorgeldick, glattigen Gräsch, was hat er ausgewiesen, nur Zartkeit in Liebschaft. Der Erste. Wenn wir fliegen reden telefonisch, fliegen mit dem Call fragen, was ist das schön, Ingele? Ich bin sicher, dass meine Schwester und meine Schwesterkinder gedenken echt die Wärter telefonisch. Ich beim Arankommen zu Bobe Seide in Heus, fliegt der Seide in sein Gegenkommen mit demselben, was ist das schön, Ingele, was ist das schön, Mädele? Arim nehmen und mit seinem schorstig Bärdel, was es mir gewähnt, sehen nicht zum Herzen, geben mir Kieschen Bäckele. Und ich habe gewiss, als er hat mich lieb. Der Zweite. Meine Mama, Gitel Schächter-Wischwanat, was, wie ihr schon gehört, ist eine Chefredaktorin von einem neuen englisch-jüdischen Wörterbuch, was der Seide hat verlegt der von dem Fundament, vielleicht ins Uplassen bei Bobbe Seide in der Heim, auf dem Weg zu der Arbeit. In mir pflegen dort verbringen einen ganzen Tag, sich spielen in Monopol, sie Schlachtschiff, dass damals so ein Stein auf dem Schapierdicken heranfuhr, sich überwerfen mit der Ballen. Und in der warmen Chaduschen fliegen wir rausgehen zu der Kustes von hinten, rassen Malenes. Mehr von allem gedenkt sich, wie wir fliegen sich spielen mit den Seiden in Behälterlach. Wir fliegen sich damit behalten in Kehler. Verwusst darf gehen in Kehler? Sehr pushet. Es ist gewähnt dort stockfinster, in verfleizt mit Bücher, Büchlach, Manuskripten, Wertebücher, Stammpapieren und Tuvlen. Nicht nur der Polizis, was seinen gestanden bei allen Wänden, nur echt der Zement in der Brick, der Erd, hat sich kaum was herausgesehen hinter den Jamm von Bücher. Kerz von der Sache, kein Behältnis hat nicht gefehlt. In jedem Fall, wenn er Pflege nehmen aufzählen von 20 bis 1, fliegen wir feil von Beugen, eine rupfliehende Treppe hinter der Kirche und sich äußern ein Winkel in Keller, wie der Seide wird uns noch keinmal nicht treffen. Und er genehmen sich, Pflege singen mit der Sonnigen. Wie sind meine Kinder, wie sind meine Kinder. Darf Kinder nicht einig lachen. In Warte gedenke ich nicht, nur mit Stomme hat er ins Glachte sehen, nur mit kleumischt Warte Gesicht, wir sollen meinen, als Dussmol haben wir Tage ogenart am Seiden. Mit der Bobben habe ich gedacht, sich bei Wissen anzuknippen, an mehr mamuschistische Beziehung. Wie bald sie es nicht gewähnt haben bei Reddiftige, fliegen mir der eine Klach, Zigaretten etwas Interessantes zu erzählen, der Bobben, wenn wir seinen Gefuhren zu Gast. Wusset sie sich in Schule und also weiter. Und Gott, ich bin sicher, als sie das auch geschätzt, hab ich zumal gefühlt, dass ich gebe auf einen impersönlichen Bericht. Also ich bringe nicht keinen Nutzen mit meinen Wörtern. Nur so ist es gewesen mit den Wörtern bei mir und dachte ich echt bei ihr. Oder Lacholapuches Punem Alpunem. Später habe ich gesagt, ihr wisst, dass sie als gewesen, ein äußergewöhnlich talentierter Schreiber. Okay, zum Glück ist gewesen ein anderes Mittel, was hat gedient wie ein Kehle für unsere Beziehung und unsere Liebschaft. Und das ist aber gewesen die Musik und befreit die klassische Musik. Das haben wir gehört bei Schittwes, was wir am verstanden in tiefsten Herzen dem gewaltigen Keuch von der klassischen Musik. Also wir können in einem Meeg mitgerissen werden, in geriert werden. Und als es ihnen pinkt so wichtig, die klassische Fortissimo-Akkorden,
wie sie sind wichtig, der leichte, stillige, spielhaftige Tenor. Und so wie wir drei Eniglach wie Schwanaten haben sich alle gelernt spielen Piano, pflegen wir in den späteren Jahren, wenn der Bobbe hat sich schon herangezogen in einer privaten Wohnung gegenüber der Gast von den Edelmanns und Junkers, auftreten mit Konzertelach. Jeder von uns ein oder zwei Lieder auf dem zweiten Guren von dem Diereshäus, wie sie sich gefunden in der Piano. Und sie pflegt oft mal kritikieren, für was man spielt, also gierig oder vergreist, aber wir haben gewiss, als sie das so geschätzt. Echt von Gesang pflegt sie stark geriert werden. Jedes Mal, was man pflegt sich zu neu kommen, bei der Edelmanns auf der Schabbos, zu der Fajontiv, pflegt sie sich leckende Finger an, wenn man pflegt singen, dem Schiramalis mit der prächtigen Harmonies. Und man pflegt auch auftreten mit englischen Liedern. Lumuschel von Rodgers und Hammerstein, sie von Frank Sinatra, in der Eulen pflegt warten mit verchappten Utem, sie wird der Bobbe nicht losen an Träer. Weil als der Bobbe los an Träer, heißt es, als mit Taka Säget gesingen. Chatsch der Bobbe ist nicht du mehr, ist weiter geblieben die Tradition von dem Schiramalis und der Broadway-Lieder auf Mischbuche Internehmungen. In diesen handigen Tag sind du als Sach klassische Kompositions, was bringen auf den Sinn in der Bobbe, weil ich habe sie zum ersten Mal gespielt oder gehört auf der alten Piano auf Bainbridge Avenue in der Amulke Bainbridge-Ivke. Lamuschel, die Gymnopädies von Eric Satie, Debussy's erste Arabeske in seine Kinderlieder befragt Jimbo's Wieglied, Brahms' Sturm der Rhapsodie in Sol Menor, Khachaturians herzrassige Toccata und andere. Ich schreibe jeden Tag Inspiration, ich in dem Seidenskoll, ich in der Bobbes musikalischen Roman. Wie hat geschrieben und gesungen der bewusste Poetesse Bela Schächter Gottesmann, oder wie sie bei uns geheißen, Mimi, die Mimi Belze, wir haben mal gute Sache. Ja, ja. Ein Dank Bobby und Seidi, in Bechlal, du musikalische und jiddischistische Uwes und Immes von unseren verzwackten Sprüche, haben wir auch zwei gute Sachen. Wir haben gestärkt in unseren Sprüche und geschaffen bei uns eine Nuvenkeit und eine Einigkeit, was er selbst ist nicht stürbar können. Und das ist Hake die beste Sache. Bobby und Seidi sollen haben ein Licht in Ganeden und klappen von uns nur nachher in Frieden. It is our privilege to perform Zumerteg, Bela Schächter Gottesmann's song. I'm grateful to Itzhak who introduced the song to us. And what I love about the song is that it feels just as good to sing it in the summer as it is in the fall, as in all seasons. Sie
gehen zurück zum Sommertag. Rosen im Himmel, Blatt in der Berge lag, Reimen zu zweit, der Grün bei der Zeit. Und ihr Ajoines, süße Haläumes, goldene Funken, Blitzen von Wald. Was ist das Eilen, Kopf über Kopf, wer wemmen zu trennt? Geht man besonder in Stille vertogen, wo's warmt das Licht von die Sommertag? Geht man besonder in Stille vertogen, was warmt das Licht von die Sommertag? A weg is a weg, der Sommertag liebe, vergrot in a Schkie, wo in a Heck, und schöpche die Werbe von Winden gewiegte, a Bänken die Glied. Und schöpfe die Wärme von Winden gewiegte, ein Bänken die Glied von die Sommerte. Ljubav Štrbin.
Spiel je mir a liedle in Yiddish is one of the first songs I learned in Yiddish. And I learned it from a beautiful record by Nechama Lifshitzaite, who hails also from Vilna, but was, of course, toured the former Soviet Union and was really one of the leading advocates of Yiddish songs in the Soviet Union. And I learned many of the songs in my repertoire from her records and also had the privilege of meeting her when I was still in Vilna. That was really inspiring to this day. She passed away earlier this year. So I sing this song in the memory of Nechama Lifshitzaite. Wecken soll es frei und nicht kein Hiedisch, als alle Größe und Klein soll kennen das Verstehen, ein Lied, wo das Liedele soll gehen. Ein Liedele und siefzen und entrehren, spiel es euch, als alle sollen herren, als alle sollen sehen, ich lebe und singen kann, schöner noch und besser wie gewähn. Spiel, weiß doch, was ich mein und was ich will. Spiel, spiel, spiel ein Liedele bei mir. Spiel ein Liedele mit Herz und mit Gefühl zusammen. Spiel, spiel, Klezmer, spiel. Weiß doch, was ich mein und was ich will. Spiel, spiel, spiel ein Liedele bei mir. Spiel ein Liedele mit Herz und mit Gefühl. Spiel je mir ein Liedel wegen Scholem, so schön sein Scholem, nicht kein Cholem. Als Völker groß und klein soll kennen das Verstehen und kriegen und Milchome sich begehen. Spiel, spiel, Klezmer, spiel, weiß doch, was ich mein und was ich will. Spiel, spiel, spiel ein Liedel bei mir, spiel ein Liedel mit Herz und mit Gefühl. Spiel, spiel, Klezmer, spiel, weiß doch, was ich mein und was ich will. Spiel, mit Herz und mit Gefühl. Lass mir singen das Liedele zusammen, wie gute Freunde, wie Kinder von den Mamen. Mein einziger Verlang soll klingen frei und frank. In allem ins Gesang, euch mein Gesang. Spiel, spiel, Klezmer, spiel, weiß doch, was ich mein und was ich will. Spiel, spiel, spiel ein Liedele bei mir, spiel ein Liedele mit Herz und mit Gefühl. Spiel, spiel, Klezmer, spiel, weiß doch, was ich mein und was ich will. Spiel, spiel, spiel ein Thank you very much. Thank you, Sheva. I did record a few of these songs and many others on my disc, Yiddish Lullabies and Love Songs. I have it with me. And for a little dessert, Sheva asked me to sing a song that wasn't quite composed by Uriel Weinreich, but the lyrics were co-created by him and others in the Boyberik camp. So I hope, I suspect that there are people, folks in this audience who know this song better than me in both English and Yiddish. So I invite you to sing along
It's the old Johnny Mercer favorite, "I'm an Old Cowhand" from the Rio Grande. And we, as the immigrants, only learned it yesterday, so I will rely on you. Ich bin ein alter Bock von alten Tag. Und wo ich geh, hab ich da Flock. Sich mit dem Perdele, kratz ich sich in Perdele, hab die Welt in der Erdele. I'm an old cowhand from the Rio Grande, but my legs ain't bowed and my cheeks ain't tanned. I'm a cowboy who never saw a cow, never roped a steer, 'cause I don't know how. Sure ain't fixing to start it now. Ich bin ein alter Bock von alten Tag. Und wo ich geh, hab ich da Flock. Da sitz ich mir auf den Pferdele, kratz ich sich in Pferdele, hab die Welt in der Erdele. Thank you very much. Thank you, Sheva and others. Das habe ich schon nicht gehört, aber der Aschokio. Mir hat man geschenkt, dem Covid zu schließen, dem heutigen Programm, als Machmal, weil ich bin noch von jenem da, was hat gekannt, alle Zechonen Levroche, Uriel Weinreichen und euch Mordchen und Scherne Schächteren. Die Memme sagen dich, besser von den drei Mordchen Schächteren, weil wir sind gewesen jahrelang Kollegen und Freund in Knellen Jiddisch. Wir haben sich nicht wenig geampert, dass sie gewöhnlich im Schamayim und wir sind verblieben als heißgetreue Freund. Will ich da poschet, seh der Monen mit der Cheretz und mit dem Covid, was kommt, tiefe Kenners, Wegweisers und Lehrers, was mir wart, dass von itzticken da soll nach uns wachsen, noch a Säune. Darf ich jetzt der Ausfilm mein Aufgabe schließen, die Programm? Nun, erwartet die Referenten alle, lange, kurze, kommt der Jeschekoyach, fahren der langen, der wichtigen Räume. Die Artisten, einen großen, schönen Dank für Bereichern und Bazieren dem Nachmittag. Und euch, dem Eulen, was hat sich da in der Hitz versammelt, mit der Mischbocheschächter auszuführen, dem Mondeng. Und versteht sich die, was haben sich angehorvet und eingeordnet, at der Diaskore, avade, ayashakoyach. Is, hatten wir alle einen guten Sommer, seid mir alle gesund und wir sollen sich treffen nur auf einen guten Eufen mit Psures Teufels und gute Psures Teufels, einer dem anderen zu begrüßen.
Ist dort Kibbet in Saal dorten?